Heute haben wir etwas ganz Besonderes, und zwar die Army Armament R29. Das ist einer von den vielen 1911er, die Army herstellt, aber das ist ein besonderer, weil das ist kein typischer MEU, A1 oder Kimber 1911er. Das hier ist ein Gold Cup. Im Paket enthalten ist der 1911er Gold Cup, ein Magazin und ein Werkzeug zum Zerlegen. Finde ich persönlich jetzt nicht unbedingt nötig. Kommen wir aber jetzt mal dazu, wieso dieser 1911er etwas Besonderes ist. Der Gold Cup wurde in den späten 1950er, 60er entwickelt. Und zwar nicht unbedingt für den militärischen Zweck, sondern für Sportschützen. Speziell zu bemerken sind die Boomer Style Rear Sights mit Ellison Markings und Flathead. Das ist bei zum Vergleich Kimber 1911ern oder auch MEU 1911er eben nicht der Fall. Diese sind rund, wie man hier gut sieht. Was natürlich auch noch anders ist, ist nur auf einer Seite Sicherung, sowie die Markings natürlich. Wir haben wunderschöne Gold Cup Markings auf beiden Seiten. Der Außenlauf hat auch Markierungen in Form von 45er ACP. Und am Lower Frame sind auch noch Markierungen. Diese sind Colt Spezifikationen. Im Großen und Ganzen eine wunderschöne 1911er und ein Klon von Tokio Marui. Ich möchte nicht sagen, dass das Army Armament besser ist wie Tokio Marui, aber das sind eine Marke der besseren Klone. Also auf jeden Fall besser wie WE 1911er sind die Army Armament. Und zwar alle. Von R26 bis R30, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das ist die Reihe der Army Armament 1911er. Ich habe diesen 1911er nicht nur gekauft, weil er einen besonderen Look hat oder anders ist wie die anderen 1911er, sondern weil er nahezu perfekt ist, um eine Replika von Sylvester Stallones 80er Actionfilm City Cobra zu machen. Es ist nämlich im Film auch ein Gold Cup, und zwar der einzige Unterschied wäre, dass der Abzug sowie Hammer nicht poliert sind, sowie natürlich die Griffschalen mit dem Cobra-Emblem drauf. Ich werde aber diese Griffschalen gerade machen, sie sind im Entstehen, und den Hammer und den Abzug werde ich dementsprechend polieren. Dann ist es eine wirklich nahezu perfekte Replika, nahezu. Und zwar im Film hatte Sylvester Stallone eine Gold Cup 9mm. Diese gibt es wirklich. Gibt es auch von Tokio Marui als Replika. Komplett schon mit Griffschalen. Jedoch ist das hier eben das 45er Modell. Man könnte Modifikationen am Lauf vornehmen, um es aussehen zu lassen, als wäre es ein 9mm. Ich persönlich würde das aber nicht machen. So unbedingt ins Detail muss sie nicht korrekt sein. Was mir persönlich am wichtigsten ist an dieser Replikation, wären die Griffschalen. Aber sobald das fertig ist, werde ich ein Update-Video davon machen. Ja, zerlegen tut man sie wie jeder andere 1911er. Man bringt den Bolt Catch in die Position, drückt ihn von der entgegengesetzten Seite raus. Und dann kann man den Schlitten entfernen. Dann haben wir eben das Hub-Up. Das befindet sich hier, wie Tokio Marui Modelle. Die Nozzle
Identisch mit Tokio Marui Teile, also der gesamte innere Mechanismus ist identisch und kann auch mit Tokio Marui Teilen verwendet werden. Das Magazin hingegen ist nicht Tokio Marui tauglich, meines Wissens. Ob Tokio Marui Magazine in die Armament 1911 passen, kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Ja, also wenn man das zerlegt hat, kann man eben die Feder entfernen, den Lauf. Um die Blowback-Housing zu entfernen, muss man eben hier die obere Schraube entfernen. Dann sollte es wie bei der Kimber-Modellen einfach rausfallen. Aber sehr viel weiter in das Zerlegen werde ich nicht gehen. Und um es einfach wieder zusammenzubauen, lassen wir den Schlitten überlaufen, bringen die Positionen wieder überein und drücken den Bolt Catch in die Position rein. Und dann ist sie wieder zusammengebaut. Etwas anderes, was mir bei den Army-Modellen sehr besonders gut gefällt, ist, dass die Sicherungen alle funktionieren. Also die Sicherung an sich funktioniert, die Farm Safety funktioniert und die Fire Pin Safety. Diese funktioniert auch. Also, wenn man einen etwas anderen 1911 haben will, dann ist die R29 ein meiner Meinung nach sehr interessanter und kluger Kauf. Ich kann es wärmstens empfehlen. Ich habe mit Army Armament nur gute Erfahrungen gemacht. Hier, das sind zum Beispiel auch alles Army Armament 1911er. Der MEU und der Kimber 1911er von Army Armament. Das ist, glaube ich, der R27 und das hier wäre der R28. Es gibt dann noch eine A1 1911er von Army Armament. Diese besitze ich persönlich aber nicht. Mir gefallen die Army Armament nicht nur von der Verarbeitung her, sondern auch vom Material her. Das sind alles Metallkonstruktionen. Die Sicherungen funktionieren bei allen Modellen und die Magazine sind sehr preislich. Ich möchte mal sagen, leicht zu erwerben. Es gibt auch viele Orte, wo man sie kaufen kann. Die Magazine kosten im Durchschnitt 20 Euro.